Haben Sie das schon gehört? Die Steuerfahndung hat wieder zugeschlagen. Das ist diese Woche passiert, am 30. November. Da ist die Steuerfahndung zusammen mit der Staatsanwaltschaft Frankfurt bei Steuerberatern aufgetaucht. Da geht es um diese große Steuerberaterkanzlei PwC. Die gehören ja zu den Big Four bei den Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern. Und die haben Besuch bekommen von der Steuerfahndung. Es soll angeblich um 11 Millionen Euro an Steuerhinterziehung gehen. Das Besondere an dem Fall ist, es geht nicht um die Mandanten, um die Kunden dieser Steuerberater, sondern es geht um die Steuerberater selbst. Die sollen eine Steuerhinterziehung im großen Stil bei der Umsatzsteuer begangen haben. Ich verrate Ihnen in diesem Video, was da genau los ist und was Sie vor allen Dingen wissen sollten, wenn die Steuerfahndung bei Ihren Steuerberatern auftaucht. Bleiben Sie dran, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei TaxPro GmbH. Ja, wir schauen uns heute genau an, was die Steuerfahndung bei den Steuerberatern zu suchen hat. Das ist am 30. November passiert, unter Federführung der Staatsanwaltschaft bei uns hier in Frankfurt am Main. Die haben gesagt, zusammen mit der Steuerfahndung, wir durchsuchen jetzt die große Kanzlei PwC. Und das machen wir nicht nur an der Zentrale hier in Frankfurt, sondern in Berlin, in Stuttgart, in Hannover, in Düsseldorf. Das Ganze ist bundesweit passiert und nicht nur in den Büros von PwC, sondern auch in den Wohnungen und in den Häusern von leitenden Angestellten dieser Kanzlei. Da ist also die Steuerfahndung aufgekreuzt. Wie kann das passieren? Steuerfahnder beim Steuerberater und es geht um die Steuerberater selbst. Ich verrate es Ihnen. Es geht um die Schweiz, es geht um Briefkastengesellschaften und es geht natürlich um die Steuerhinterziehung. Nicht von den Mandanten in der Kanzlei selbst, sondern von der Kanzlei PwC. Da ist Folgendes passiert. Die haben Steuerberater und diese Steuerberater, die haben Mandanten beraten bei der Steuerhinterziehung und bei dieser berühmten Selbstanzeige. Die Selbstanzeige ist ja dieses Ding, womit Sie eventuell straffrei ausgehen können bei der Steuerhinterziehung, wenn Sie eine korrekte Selbstanzeige machen. Formell korrekt, materiell korrekt, so nennen wir das in der Steuersprache. Also für diese Selbstanzeige, da haben Menschen, private Menschen, Firmen, die Steuerberater von PwC engagiert. Und das Ganze musste auch schnell gehen. Ja, es ging um diese Schweizer Konten. Sie erinnern es vielleicht noch vor ein paar Jahren. Dieser Ankauf mit der Daten-CD in großem Stil durch die deutschen Finanzminister. Da hat man einfach in Deutschland gesagt, okay, das Entdeckungsrisiko ist jetzt sehr hoch. Wir überlegen uns, so eine Selbstanzeige zu schreiben, denn unser Konto in der Schweiz, das könnte ja auch auf so einer CD drauf sein. So ist es also entstanden, dass die Leute unter anderem nicht nur in unsere Kanzlei gegangen sind, hier bei TaxPro, sondern eben auch zu PwC, haben sich beraten lassen und dann so eine Selbstanzeige einreichen lassen. Das klingt erstmal so weit, so gut. Das Problem ist, dass PwC jetzt selbst wegen Steuerhinterziehung dran sein kann. Wohlgemerkt kann, ne? Es gibt noch kein Urteil in der Sache. PwC hat für diese Beratung Rechnungen geschrieben. Und auf diesen Rechnungen haben sie gesagt, okay, wir haben hier die Beratungsleistung. Wir haben abgerechnet, pauschal, nach Stunden. Dann haben wir da so eine Zwischensumme, netto. Und wir nehmen keine Mehrwertsteuer. Diese 19% haben die auf den Rechnungen nicht berechnet. Warum machen die das? Weil die Rechnung nicht von PwC hier der Zentrale in Frankfurt geschrieben worden ist, sondern PwC hat gesagt, wir lassen die Rechnung mal in der Schweiz schreiben. In der Schweiz haben wir diese 19% deutsche Mehrwertsteuer nicht. Und so haben wir eine Rechnung, die dann irgendwie günstiger aussieht. Das Finanzamt ist aber der Meinung, das hätten die gar nicht gedurft. Das Finanzamt sagt, Leute, ihr habt die Beratung in Deutschland gemacht, für Kunden in Deutschland. Okay, es geht um Schweizer Konten. Aber solange die Beratungsleistung in Deutschland ist,
der Leistungsort, wie wir in der Steuersprache sagen, solange der in Deutschland ist, müsst ihr 19% Mehrwertsteuer berechnen. Das ist die Meinung des Finanzamts. Ja, und PwC ist der Meinung, nö, das sehen wir ganz anders. Wir durften das ohne Mehrwertsteuer berechnen. Also Sie sehen schon, der Streit ist da vorprogrammiert. Das Finanzamt ist dann hingegangen, genau, jetzt werden Sie wissen wollen, wie ist denn das Finanzamt da überhaupt drauf gekommen? So direkt sehen die ja die Rechnungen dieser Berater nicht. Ich verrate Ihnen das. Das Finanzamt ist bei einer Steuerprüfung draufgekommen. Finanzamt hat die Leute, die gemeinsam mit PwC, mit der Beratung, diese Selbstanzeigen abgegeben haben, diese Leute hat das Finanzamt geprüft. Und wenn Sie schon mal eine Betriebsprüfung hatten, wissen Sie, dass das Finanzamt sich da die Rechnungen und vor allen Dingen natürlich die Beraterrechnungen sehr gerne, sehr genau anschaut. Und genau das hat das Finanzamt in dem Fall auch gemacht. Und da hat das Finanzamt festgestellt, okay, Rechnungen in großem Stil, alles von PwC aus der Schweiz. Die Empfänger sind aber in Deutschland. Und das Finanzamt hat dann Querverbindungen gecheckt. Na, das geht über Abrufmöglichkeiten beim Finanzamt. Und festgestellt, okay, das sind ja alles Leistungen mit Selbstanzeigen. Das kennen wir alles, das haben wir alles in der Akte. Und die Berater, die Steuerberater von PwC, die saßen doch auch alle in Deutschland. Bedeutet, die Sache ist aus Deutschland heraus beraten worden, gesteuert und nur aus der Schweiz sind die Rechnungen gestellt. Und das geht nach Meinung vom Finanzamt eben nicht. Das haben die bei den Steuerprüfungen festgestellt. Wie gesagt, von den Leuten, die die Selbstanzeigen gemacht haben, beraten durch PwC. Und daraufhin hat das Finanzamt gesagt, so, jetzt wird ermittelt. Wir schicken die Steuerfahndung los und schauen uns mal ganz genau an, was da bei PwC so los ist. Und das Sümmchen ist erklecklich, um das es da geht. Insgesamt sollen das 11 Millionen Euro sein an Umsatzsteuer, die auf den Rechnungen nicht stand, aber hätte draufstehen müssen. Und das war der Grund zu sagen, wir schicken jetzt mal bundesweit 250 Beamte los, am 30. November und durchsuchen die Büros und die Privatwohnungen und Häuser von der Steuerberaterkanzlei. Also so kommt das. Jetzt werden Sie wissen wollen, warum berechnen denn die Berater diese 19% nicht? Diese Mehrwertsteuer ist ja ein durchlaufender Posten. Ne? Die Kanzlei bekommt das Geld netto, den Betrag darf sie behalten. Und was on top an 19% Mehrwertsteuer kommt, vom Kunden, muss die Kanzlei ans Finanzamt bezahlen. Also, man bekommt es und zahlt es direkt weiter. Wo ist da der Unterschied? Ich verrate Ihnen das. Es gibt im Endeffekt drei Gründe, das zu machen. Grund 1 ist natürlich, wenn Sie die Rechnung aus der Schweiz schreiben, haben Sie einen Steuersatz von der Schweiz. Und die Schweiz kennt weder diese 19% Mehrwertsteuer, noch kennt die Schweiz unseren Spitzensteuersatz in Deutschland. Also es kann günstiger sein von der Steuer her, wenn eine Schweizer Company diese Rechnung schreibt. Aber meiner Meinung nach sind es zwei ganz andere Punkte, die für PwC entscheidend sind, um diese Mehrwertsteuer nicht auf die Rechnungen zu schreiben. Der Punkt 1 ist, wenn diese 19% nicht draufstehen, kann man sagen, okay, ich habe mein Nettohonorar, ich haue diese 19% nach oben drauf, ich muss aber nicht dazu schreiben, dass das 19% sind. Und dann habe ich einen Gesamtbetrag in der Rechnung, also habe ich mehr, denn ich muss ja die 19% nicht ans Finanzamt bezahlen. Eben weil ich nicht draufgeschrieben habe, dass das 19% Mehrwertsteuer da drin sind. Ich kann also mehr behalten auf dem Konto und muss nichts an mein deutsches Finanzamt abführen. Ne? Mit dieser Umsatzsteuervoranmeldung jeden Monat. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund hat Wettbewerbsgründe. Schauen Sie mal, wenn Sie eine Rechnung stellen an jemanden und Sie sagen, okay, ich habe hier einen Nettobetrag mit 19% Mehrwertsteuer oder ohne und Sie sagen, ich mache das ohne Mehrwertsteuer, dann sind Sie ja so gesehen 19% günstiger als die Konkurrenz. Das kann auch ein Beweggrund sein, denn ich sagte ja am Anfang, es sind Big Four, die großen 4 Steuerberater- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die natürlich an vorderster Front um Mandanten kämpfen, sich bewerben müssen
Und wenn da einer 19% günstiger ist als der andere, weil er die Mehrwertsteuer auf den Rechnungen nicht schreibt, kann das einen Unterschied machen. Das Ganze ändert natürlich nichts dran, dass jetzt das Problem mit der Steuer da ist. Denn der Leistungsort, wenn er in Deutschland ist, ist es meistens so, wie das Finanzamt sagt, 19% müssen auf der Rechnung stehen. Aber Sie ahnen, wo der Hase langläuft. Meistens, wenn eine Steueranwältin wie ich das sagt, dann ist es eben nicht immer so. Es gibt Ausnahmen. Sie können also davon ausgehen, meistens 19% muss man auf die Rechnung schreiben als Berater, aber eben nicht immer. Und genau darum dreht sich jetzt der Streit zwischen dem Finanzamt und der Steuerkanzlei PwC. Ich habe Ihnen ja versprochen, ich verrate Ihnen in diesem Video auch, was Sie wissen müssen, wenn die Steuerfahndung bei Ihrem Steuerberater aufkreuzt. Das läuft in der Praxis so ab: Die Steuerfahndung kommt unangemeldet, natürlich in der Früh, morgens, auch sehr gerne Richtung Jahresende. Ich habe eine Reihe von Videos dazu gemacht, warum das jetzt seit November so ist. Das liegt einfach daran, zum Jahresende verjährt ziemlich viel. Sie können also ab Oktober schon mal davon ausgehen, dass es möglich ist, dass die Steuerfahndung bei Ihrem Steuerberater aufkreuzt. Was dürfen die denn dann alles mitnehmen? Ich verrate Ihnen die Antwort. Die Steuerfahnder dürfen fast alles bei ihrem Steuerberater mitnehmen, also auch ihre Akten. Denn ihr Steuerberater ist Wirtschaftsprüfer. Ihr Steuerberater ist kein Steueranwalt und schon gar kein Verteidiger, kein Strafverteidiger. Da können Akten geschützt sein, aber reine Buchhaltungsakten, Steuerakten, die kann das Finanzamt beschlagnahmen. Wenn Sie aufgepasst haben, dann wissen Sie, okay, wir haben ja hier ein Strafproblem, ne? Wir haben die Selbstanzeigen von den Leuten mit den Steuer-CDs, die davor Angst hatten, dass sie eventuell auf so einer CD draufstehen, die das deutsche Finanzministerium gekauft hat. Also haben wir doch da eine Strafsache. Was ist denn mit den Strafverteidigern bei PwC? Ich verrate Ihnen auch da die Antwort. Aktuell richtet sich das gegen die Steuerberater, gegen die Steuerfachleute. Und wir schauen uns natürlich mal ganz genau an, wie das weitergeht. Also summa summarum, aktuell ist der Stand so, die Steuerfahndung ist bei Steuerberatern aufgekreuzt, hat Unterlagen beschlagnahmt und Dateien, und die Steuerfahndung ist einfach dieser Mehrwertsteuersache auf der Spur. Mit dem Argument, wenn die Berater in Deutschland sitzen, müssen sie auch eine Rechnung mit 19% Mehrwertsteuer schreiben. Und PwC argumentiert: Moment, wir haben zwar Zentralen in Frankfurt, Berlin, Düsseldorf und so weiter, aber wir haben die Rechnungen aus der Schweiz gestellt. Und solange PwC argumentieren und vor allen Dingen beweisen kann, dass die Beratungsleistung wirklich in der Schweiz gemacht worden ist und eben nicht hier in Deutschland, dann können eventuell diese Rechnungen ohne 19% korrekt sein. Ich halte Sie auf dem Laufenden, wie das weitergeht. Wenn Sie wollen, bleiben Sie mit einem Abo auf dem Kanal, dann verpassen Sie das nicht. Wir sehen uns spätestens Freitag 18:30 Uhr wieder. Bis dann. Bleiben Sie gesund. Ciao.